Die Falle ist zugeschnappt. Die Unidad will Elways Kopf. Sie müssen ihn zuerst kriegen und da rausholen. Wir helfen ihm unterzutauchen, wenn er alles ausspuckt, was er über das Kartell weiß. Ja. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Wir sind gerade dabei. Habt ihr ja alles gehört. Ja. Also letztes Mal haben wir so getan, als ob er... Warte mal. Als ob er das die Unidad getötet hat oder den eigenen General. Und wer ist die Unidad-Basis? Wir spinnen da reinzugehen, dafür zahlen wir nicht genug. Du kriegst doch Spinnersold. Das ist dreimal mehr als der Kampfsold, oder? Aber die Therapie musst du selbst zahlen. Setze Drohne ein. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Noch ein dritter. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Hab noch einen, macht fünf. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Sehe einen Unidad-Soldaten. Dicht am Geschütz. Da ist noch einer, macht zehn. Irgendwie, ich will die auch nicht alle töten, weil die sind ja eigentlich... Sehe zwei Soldaten. Drüben bei der Funkkiste. Eigentlich nicht böse, oder? 15 Hombres. Da ist eine montierte Waffe. Da ist eine montierte Waffe. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Da drüben sind Suchscheinwerfer. Ja, die haben keine Sniper hier. Wie suchen sie die Unidad-Basis nach Informationen? Ah. Das sind, ja. Da sind Zivilisten. Passt genau auf, wo ihr hinschießt. Ach so, das sind die Limiten. Okay, aufatmen. Okay, wenn das reicht, dann bin ich echt begeistert von mir. Ja, hier, ja, die Rebellen dürfen das selbst hier rausholen. Ihr scheint, hat die Unidad einen Sender in Elways Auto. Dann sollten wir vor denen bei ihm sein. Okay, ja, das ist gut. Das finde ich so schade, weil woher wissen die, dass der Helikopter geklaut wird? Ich meine, das könnte ja auch einer von denen sein. Aber jetzt haben wir geile Kanonen. Okay. Wie sollen wir den jetzt schnappen? Himmel! Ich kann Elway sehen. Ernsthaft. Wieso kann ich?
Wir bleiben jetzt hier. Aber wieso kann ich... Warte mal. Kann ich hier einsteigen? Und dann mich umsetzen? Nee. So, oh, das ist doch doof. Sauber, alle. Ach, das ist doch nervig. ja, toll, cool. Gut, also das heißt, wir müssen ihn wieder... Wo sind wir denn jetzt? Am Arsch der Welt, oder was? Juhu. Ja, cool. Dann, wir nehmen dieses Mal ein Auto. Da können wir den wegrammen. Können wir geht die A-Style? Nee, können wir nicht. Hä? Jetzt sind da Autos gespawnt, oder? Ja, okay, jetzt sind da welche gespawnt. Dankeschön. Idioten. Warte, ich nehme den größeren. Wartet, ich fahre. Vorwärts, ich bin hinter dir. Ja, das. Das sollte man beim Rennfahren nicht sagen. So, ja, keine Sorge, ich bin hinter dir. Das ist ne. Ja. So. Das lief ja jetzt wirklich grandios. Entschuldigung. Ein grandios Scheibenkleister blöd. So, und wenn die uns jetzt entdecken und angreifen, dann... Okay, wir machen es auch nicht so unauffällig, das stimmt. Ich schieße auf die Ärsche. Ja, schon, gell? Wir machen hier einen Unfall. Und die schießen auf uns. Voll frech. Komm wieder rein. Danke. So. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange, den aufzuhalten. Ja, wenn wir natürlich jetzt runterfallen und sterben, dann dauert es sehr lange. Und vor allen Dingen, was ein Problem sein wird, der hat ja gesagt, dass die Unidad ein GPS-Sende-Orte-Gerät, blablub, in das Auto reingetan hat. Ein bisschen problematisch. Vor allen Dingen, weil wir in so einer... Bist du bescheuert? Allmächtiger. Hey. Ah. Schade. Wobei... Ja, wir holen uns mal das Auto von denen. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Mhm. Was? Wo? Oh Scheiße, wir wurden entdeckt. Und jetzt nehmen wir das Auto und fahren weiter. Entschuldigung. Süß, wie der sich geduckt hat. Ja, sehr viel besser. Viel schneller und. Bin drin, vorwärts. Ja, ich fahre ja schon längst. Die sind in so einen Buggy gefahren. Wie lustig.
So, jetzt fühle ich mich auf jeden Fall schon mal sicherer. Ich hoffe, dass wir den nicht töten. Das wäre jetzt halt nochmal richtig cool. Ui, 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 ui. Scheiße. Und er ist genau vor uns. Warte mal, ich schau mal, was, ob wir da irgendwie in Freiheit kriechen können, aber ich glaube nicht. Nein. Oh, das ist doch doof alles. Aber das Auto hat es überlebt. So. Oh nein. Das ist doch kacke. Wir waren hier. Oder plumps, plumps. Nee, wir waren hier und der war irgendwo da. Das ist doch mega kacke. Na gut. Na gut, na gut. Gott, was ist das denn hier für eine scheiß Landschaft? Verdammte Scheiße. Ja, schon, gell? Bin ich aber auch. Alter, das Auto ist ja auch nicht so. Wir fahren einfach jetzt geradeaus. Ist mir doch egal. Was ist das? Zum Glück haben wir das Auto genommen. Wobei es ist halt schneller und ein bisschen. Wie kann ich eigentlich dadurch. Schau, das ist eigentlich ganz, ganz realistisch jetzt, dass ich so kacke fahre, weil ich kann nichts mehr sehen. So. Da ist ein Hubschrauber, aber der ist geschützt. Ist mir jetzt egal. Also schnell ist der schon. Also sobald es zum Kampf kommt, machen wir halt wirklich nicht mehr so gute Karten. Ah, die kennen wir ja. Uiuiui, uiuiui, uiuiui. Das war knapp. Nicht mehr ganz so gute Karten, weil wir ja schon ein bisschen demoliert sind. Aber das ist schon sehr, sehr gutes Auto. Also hat auf jeden Fall was einstecken können. Und der Typ oben drauf, mein Kollege, der ist auch ganz, ganz, ganz nett. Der hätte, ja, der hätte zwar alles verloren. Oh, ist ja egal. Also alles verloren, also sein Leben, meine ich. Entschuldigung, war nicht absichtlich. Da war gerade irgendein Glückwunsch, aber ich musste auf die Straße schauen. So, 1 Kilometer noch. Das machen wir. Das schaffen wir. Ah, hier sind wir wieder. Hallo.
Okay. Also, wenn wir jetzt wieder die gleiche Strecke runterfallen, dann fasse ich das Spiel erst wieder nächstes Jahr an. Was euch eigentlich egal sein kann, weil ich habe so viel vorproduziert, dass wir jetzt... Ich glaube, da bin ich runtergestürzt, oder? Ich glaube schon. Genau, das... Entschuldigung, hier bin ich runtergestürzt. Das kann euch egal sein, weil es ist gerade Oktober. Und für euch ist es ja 2021. Das heißt, für euch gibt es keinen Aufschub. Dann loslegen. Oh Scheiße. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Silenzio, marce. Eröffne das Feuer. Wir haben ein Problem. Die Unidad ist da. Ja, dafür wären Helikopter besser gewesen. Au! Bist du bescheuert? Also, zum Glück haben wir das Auto. Also, wie gesagt, Helikopter wäre sehr viel besser gewesen. Immerhin haben sie Professionales auf mich angesetzt. Respekt, Links. Ach gut, der hat überlebt, auch wenn es unlogisch ist. Ihr habt Glück. Ah, verdammt. Ja, weil der hier runterkommt, ne? Tja, ich habe ein paar gute Waffen. Sauber hier drüben. Mr. Elway, Sie sind wirklich verdammt hässlich. Chingado. Jetzt verstehe ich. Sie ist ein Spion, hä? Setz dich hin. Aguanta. Hab mal Respekt. Puh, aber Lady, ich bin kein Spitzer, klar? Ich weiß, Sie müssen jetzt auf dicke Eier machen und so, aber Sie werden schon noch reden. Und wenn ich dafür den letzten Rest Ihrer Fresse wegbrennen muss... Wir müssen keine Leiche loswerden, wenn wir dich verbrennen. Hey, chillt mal, ja? Okay. Stimmt was für euch, aber bleibt schön relaxed. Der große Autor Balzac sagte einst, Familie zu haben heißt, Geisel des Geschicks zu sein. Ich sagte zu Giorgio, wir hätten etwas gemeinsam. Wir beide sind zu alt für einen Neuanfang. Ich mit einer Organisation und du mit einer Familie.
Okay, Asueno entführt Yayos Familie. Er wird sie töten, wenn Yayo die Produktion nicht in den Griff bekommt. Ha. Leuchtpunkt alles hier. Okay. Wachmann, treffen Sie Sam Fischer um 4 Uhr und bleiben Sie unterdeckt. Töten Sie keinen. Stimmt, da war ja auch was. Aber ja. Warte. Da haben wir eigentlich noch gar nichts, ne? Okay, wir machen jetzt aber mal die Kleine da. El Sueño hat rausgefunden, dass La Gringa ihr Kokain streckt und ihr seine Leute auf den Hals gehetzt. Bringen Sie La Gringa her. Sie kann sonst nirgends mehr hin. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Das ist so... Also, El Sueño ist so dumm. Also, ganz ehrlich, so, ja, die ganzen Fabriken und so weiter sind kaputt. Aber ihr müsst weiterhin genauso viel produzieren wie bisher, sonst töte ich euch. Und dann ist er ganz überrascht, dass die, oder sauer, dass die anfangen, das zu strecken. Es ist doch klar, dass die anfangen, das zu strecken. Wir sind gleich in Puyo. Wir müssen uns ranhalten und La Gringa vor dem Kartell finden. Bin hinter dir, Boss. Warte, wir sehen uns. Als verteidigten Shikaris Rebellen La Gringas Haus. Was zum Teufel ist hier los? Was? Ich nehme die Pelle unter Feuer. Was geht hier gerade ab? Tja, jetzt habt ihr es mit uns zu tun. Ah, cool. Eine alte Fotografie von Dr. Catherine Svensson, bevor sie La Gringa bekannt wurde. Bevor sie als La Gringa bekannt wurde. Svensson war Idealistin. Sie kam nach Bolivien, um für Hands of Bolivia zu arbeiten, um Menschen zu helfen. Oh. Hat wohl nicht so geklappt, ne? Ach komm, ich treff dich. Jetzt darunter. Das war scheiße knapp. Was? Nein, du bist verletzt. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wir sind Ihr Rettungstrupp. Verstanden? Aber wir müssen jetzt schnell weg von hier.
Ich komme nicht weit, doch nicht so. Ich kenne jemanden. Er lebt in einem Dorf nicht weit von hier. Die Rebellen bringen ihm die Verwundeten, wenn sie können. Wie gut kennen Sie den Rebellenarzt? Er verrät dem Kartell nichts, falls Sie das befürchten. Die machen ihm keine Angst. Er ist ein verdammt mutiger Mann. Wir kennen uns seit meiner Arbeit bei der Hilfsorganisation. Er war mein Kontakt. Und ein paar Jahre und ein paar Tonnen Kokain später stellt er sie den Rebellen vor. Er brauchte Medizin und Impfstoffe. Ich hatte Geld. Kapiere ich nicht. Warum beide Seiten ausspielen? Keine Ahnung. Ich wollte den Menschen hier helfen. Mehr wollte ich gar nicht. Ich hab die ganze Zeit überlegt, so, hä, wieso kommt sie nicht und so weiter. Steigt sie von alleine auch ein? Ja, sehr gut. Wir können los. Easy. Ciao. Hubschrauber. Durchhalten, Gringa. Es ist noch ein ganzes Stück. Ich weiß nicht. Mein Zustand sieht nicht gut aus. Wird sie es schaffen? Das sollte sie. Warum haben die Rebellen ihr Haus beschützt? Pakatari hat sie geschickt, um mich zu schützen. Mir ist kalt. Oh, mir wird langsam kalt. Warum sollte Pakatari eine Forscherin des Kartells schützen? Ich habe Suenius Geld benutzt, um... Ich kann nicht... Bitte, ich muss anhalten. Jetzt nicht schlapp machen, Lady. Wir sind ja gleich da. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Kennen Sie die Frau? Was ist passiert? Wirklich, Doc, Sie sollten besser nicht fragen. Sie hat eine Schusswunde in der Schulter. Können Sie helfen? Sí, por supuesto. Lassen Sie sie hier. Ich kümmere mich um sie. Wir verschaffen Ihnen mehr Zeit, aber Sie müssen sich beeilen. Ich glaube, Suenio ist noch nicht fertig mit ihr. Na dann, wollen wir mal. Hi, Ketal. Kontakt. Suenio hat uns verfolgen lassen. Macht sie fertig. Da kommt ein Heli. Wir haben den Heli. Ja, das war kein. Ah ja, okay. Ich sehe schon. Ja, der Sniper ist cool. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Ich glaube, wir sind jetzt fertig. Hey, ¿qué pasa? Ja, ne? Was machen wir, Boss? Mehr Zeit können wir dem Doc nicht geben. So oder so, wir müssen La Gringa von hier wegbringen. Wieso? Wir haben doch jetzt Zeit. Okay, Gringa, los geht's. Bitte nur eine Minute. Die Blutung ist gestoppt.
Aber da ist eine Kugel in der Schulter. Bei dem Cocktail, den der Doc Ihnen verabreicht hat? Ich wette, Sie merken gerade gar nichts. Erst recht keine Kugel. Da haben Sie recht. Wir gehen. Wenn Ihnen schlecht wird oder Sie kotzen müssen, schauen Sie auf den Horizont. Dann halten Sie durch. Und wir fliegen, also alles easy. Ich wette, ein Wheelie hast du nicht drauf. Ja, das sollte ich wahrscheinlich nicht machen. Zurück an die Arbeit. Ich habe Suenius Geld benutzt, um, Medizin für die Rebellen zu kaufen. Den Scheiß hat Puck gar nicht erwähnt. Was weiß denn ich? Denen ist nicht kalt, oder? Nur mir. Wir sind am Treffpunkt. Übergeben wir sie Bowman, dann ist erstmal Pause. Wenn das Kartell hier keine U-Boote mehr herstellt, kann kein Mann es wieder ein Pinche so voller Pinche. Gott, was macht ihr mit mir? Das nennt sich Erste Hilfe und jetzt seien Sie nicht so ein Weichei. Oh Gott. Hier, los, öffnen. Abholung in 10 Minuten. Oh, Kacke, bin ich froh, wenn ich die Heulsuse los bin. Ihre kleine Klinik bringt Ihnen vielleicht Vergebung bei den Rebellen, aber bei mir zieht der Scheiß nicht. Eine heiße Schnecke wie Sie wird im Knast sicher gut ankommen. Lass mich doch einfach sterben. Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber in 5 Jahren. Oder 10, vielleicht sogar in 50, wenn ich mir nicht mal mehr selbst den Arsch abwischen kann, werde ich mich freuen, an die kleine La Gringa und ihre lieben Freundinnen aus dem Knast zu denken. Ist mir egal. Ich gehe lieber in euren Knast. Auch lebenslänglich, wenn es sein muss, denn alles ist besser als Suenio. Es gibt nichts, was schlimmer ist als er. Wieso ist die so angepisst von der? Ich finde die cool. Herr Bowman, sieht so aus, als hätte Ihr Schlag gegen das Produktionsnetzwerk des Kartells mehr gebracht, als wir dachten. Was denn? Dass La Gringa und El Judge den Reinheitsgrad ihres Kokains verringern mussten, hat die Preise fallen lassen und dem Ruf des Kartells geschadet. So ein Jammer. Was heißt das für uns? Wir haben La Gringa, aber Suenio braucht einen Sündenbock. Judge ist Gefangener des Kartells in seinem eigenen Haus und regelt von dort die Produktion. Schaffen Sie El Judge zu einem Treffpunkt, erwarten Sie starke Gegenwehr. Die Wachen haben den Befehl, Judge zu töten, wenn er fliehen will. Verstanden. Na dann... El Giorgio steht nicht mehr in der Gunst des Kartells. Holen Sie ihn her. Ich habe ein Angebot für ihn. Wo sind wir denn gerade? Da. Jawollo. Das werden wir auch dann aber erst in der nächsten Folge machen. Danke fürs Zuschauen. Ich glaube, wir werden jetzt nicht mehr lange brauchen, um das ganze Kartell in den zu treten. Gut, bis dann.